Hallo Freunde der Wissenschaft, hier ist Christoph vom Entdeckerlab und heute habe ich ein kleines Experiment mit dem Luftballon für euch. Ja, was habe ich heute vor? Ich möchte eine kleine Murmel in einen Luftballon tun. Geht etwas schwierig, man muss die durch die Tülle friemeln. Dann ist der Luftballon hier drin und dann puste ich ihn auf. Und knote ihn zu. Dann haben wir einen Luftballon mit einer Murmel drin. Was soll das, fragt ihr euch? Kann man schön mitspielen. Zum Beispiel kann ich den Luftballon mal fallen lassen. Dann benimmt er sich ganz merkwürdig. Er tanzt auf dem Tisch rum. Er tanzt auf dem Tisch rum. Naja, warum macht er das? Weil die Murmel drin ist. Die ist schwerer, zieht den Luftballon nach unten und rollt gleichzeitig in dem Luftballon rum. Was man dann noch machen kann, ist versuchen, die Kugel auf so einer Kreisbahn rollen zu lassen an der Innenwand des Luftballons. So einfach ist das nämlich gar nicht. Erst hüpft die Murmel in dem Luftballon rum, bis ich eine stabile Kreisbahn finde und den Rhythmus raus habe, dass die nicht abstürzt. Ihr hört das Geräusch, was die Murmel dabei macht. Die flitzt jetzt hier in dem Luftballon rum, sieht lustig aus, fühlt sich cool an. Das kann man auch wieder als Wettspiel machen. Wer kann die Murmel am längsten kreisen lassen? Wenn ich jetzt mal anhalte, die rollt noch eine ganze Weile nach auf ihrer Kreisbahn, bis sie dann zu wenig Energie hat und irgendwann runterfällt und liegen bleibt. Ja, man braucht ein bisschen Gefühl, dann kriegt man den Bogen schneller raus. Schneller werde, wenn ich die Murmel schneller sausen lasse, wird der Ton höher. Ich will noch mal was anderes ausprobieren. Was ein bisschen schwieriger ist, dieses Mal nehme ich eine kleine Münze. Ich stecke die wieder durch die Tülle in den Ballon und puste ihn wieder auf. Zuknoten. Und jetzt möchte ich versuchen, die Münze in den Ballon kreiseln zu lassen. Das ist nicht ganz so einfach, weil eine Murmel, die ist kugelrund und eine Münze ist nur kreisrund. Die ist nämlich flach und fällt immer wieder um, während die Kugel immer rollt. Ich muss also versuchen, die Kugel so ans Rollen zu bekommen, auf der Innenwand von dem Luftballon. Und vielleicht hört ihr das schon. Was ich dann möchte, ist, dass die Münze dann so ein Geräusch macht, weil die am Rand geriffelt ist. Mal gucken, ob ich das hinbekomme und wie sich das in dem Luftballon anhört. Das Ganze ist wirklich nicht so einfach. Ich muss ein bisschen üben, bis ich das hinkriege. Jetzt funktioniert es und ihr hört, was die Münze macht. Ja, finde ich witzig. Ist ein tolles Geschicklichkeitsspiel. Was macht die Münze und die Kugel hier in dem Luftballon? Ja, sie sind auf einer schnellen Kreisbahn. Hier kommt die Zentrifugalkraft ins Spiel. Wenn ich so eine Kugel oder ein Rad, eine Münze auf so eine Kreisbahn zwinge, dann bleibt die auf der Bahn. So lange, bis sie zu wenig Energie hat und runterfällt. Und je schneller hier meine Münze saust, desto höher ist der Ton, den diese Riffelung auf dem Rand der Münze macht. Was ihr auch mal machen müsst, ist, wenn die Kugel saust oder auch die Münze, den Luftballon direkt ans Ohr halten. Dann hört ihr dann das Ganze noch viel lauter, hört sich völlig verrückt an.
Probiert es mal aus. Ja, lustiges Spielchen. Probiert das mal selber zu Hause aus. Und ja, wenn euch das Spaß gemacht hat, nächsten Sonntag gibt es ein neues Experiment. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, dass ihr das nicht verpasst. Tschüss.